Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem Let's Play auf Bayerisch. Grüezi. Entschuldigung. Falscher Film. Falsches Land. Bundesland. Ich sitze hier gerade in NRW. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja. Man sieht es eigentlich schon. Meine Güte, wer kennt dieses Ding hier nicht mittlerweile auf YouTube? Meine Güte, das muss man auch kennen. Das ist Counter-Strike Global Offensive. Vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich meine, es war vor 2 Tagen. Ich hatte eigentlich vor, am Release-Day schon das Let's Play zu starten. Hab mir aber dann eigentlich überlegt, ich mach doch kein Let's Play davon. Das hier wird übrigens auch nicht richtig als Let's Play hochgeladen. Also es steht zwar schön im Titel Let's Play und alles drin, aber es wird nur ganz selten kommen. Also da jetzt wirklich nicht erwarten. Das wird jetzt vielleicht die ersten paar Wochen oder so wird es täglich kommen. Aber danach bitte nicht erwarten, dass ich das so weiterführe wie Minecraft oder andere Let's Plays halt. Also wirklich, dass dann täglich eine Folge oder so rausgehauen wird. Das bitte nicht erwarten. Eventuell ist es so, wenn ich hier enorm viel Spaß an dem Spiel jetzt habe. Wie gesagt, ich muss mich da jetzt auch mal kurz mal dazu aussprechen. Sollte jemand hier jetzt gerade von, keine Ahnung, ach egal, ist eigentlich egal. Ich sage jetzt einfach nur mal, der Good Gaming LP. War das jetzt der Good Gaming LP? Wenn nicht, steht hier irgendwo eine Verbesserung, wer es war. Hat mich so richtig jetzt auf die Idee gebracht, das hier doch zu Let's Playen, beziehungsweise so ein bisschen, ich sag jetzt mal motiviert, weil ich halt gesehen hat, ja, war eigentlich ganz cool, so zu Let's Playen, also dass man sich das als Zuschauer ansehen kann. Natürlich muss man da ein bisschen Abwechslung reinbringen, also ich werde ja auch so ein paar kleine Challenges und so reinbringen, zum Beispiel mal eine Runde nur mit einem Messer spielen, nur mit einer Pistole oder nur mit dem Sniper, halt sowas halt. Also, so ganz einfach komische Sachen, ne? Ja, das Spiel habe ich mittlerweile schon, keine Ahnung. Steht das hier nicht? Da doch, da 41 Stunden gezockt. 3 Minuten sind diese Aufnahme hier schon weg. 6 Stunden in den letzten 2 Wochen. Ja, 6 Stunden. Aber nicht seit Release, sondern ich war noch in der Beta drin und das zählt irgendwie zur Beta noch. So, aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal, obwohl ich suche hier bei den Community-Servern. Dann habe ich hier nämlich schon einen. Das ist der hier. Der ist eigentlich ganz cool, den kann ich nur empfehlen. Muss einfach nach EU Deathmatch und dann Paradise. Müsste der eigentlich kommen, suchen. Der ist ganz cool, das ist, wie der Name schon sagt, ist ein Deathmatch-Server. Und der ist echt, der ist amüsant. Also ich persönlich fand ihn amüsant, als ich gespielt habe. Den habe ich schon mal gefunden und jetzt habe ich ihn halt wieder gefunden durch Zufall. Und ernsthaft, Leute, der Server, das ist einer der witzigsten Server, die ich hier jemals hatte, weil er einfach total gechillt ist. Gut, meine KD geht da übelst in den Keller, weil da sind schon recht gute Leute drauf. Also gut, natürlich auch ein paar Noobs, so wie ich. Aber halt auch echt eigentlich recht viele Profis, beziehungsweise Profis in Anführungsstrichen. Leute, die das Spiel etwas besser beherrschen als ich, weil Profis, sag ich mal, einfach nicht, weil das sind hier auch keine Profis. Profis sind hier Leute, jetzt muss ich mal gerade runter. Today, das stimmt nicht. Muss ich ein bisschen runter scrollen. Mit, ach, schon wieder da. Mist. Ja, und man spawnt hier halt. Moment, ich muss noch verdammt normal. Fuck. Ja, so viel zum Punkto. Ich werde hier eventuell total versagen. Da habe ich auch schon versagt. Fuck. Leute. Fuck. Fuck. Sag ich ja. Ach, guck mal, Dr. Stein. Was der macht hier, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht will er mich sezieren. Jeder, der, Dings... Wow. Fuck. Sorry. Tut mir leid. Hier ist, Teamkills sind an. Um das auch nochmal schon mal zu erwähnen. Ich habe keine Ahnung, wer hier gewinnt. Also irgendwann gewinnt man halt einfach. Steht da, ja, der und der hat gewonnen wegen den meisten Kills. Ja, da hatte ich wenig Chancen. Ja, tatsächlich, Dr. Stein ist im gegnerischen Team. Das finde ich jetzt... Uah! Finde ich aber blöd. Hier wird wieder rumgeschossen. Ja, ist irgendwie schon klar. Also das erinnert mich ja auch so ein bisschen noch an so... wenn ich jetzt... den Vergleich einfach mal mache.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Afghanistan-Krieg, wenn ich ehrlich bin, also Krieg gegen Terror und so, ne? Weil das hier halt so in diesem, ich sag jetzt mal, Szenario sogar spielt. Ja, und halt einfach hier tausende Leute verrecken und überall geschossen wird. Das ist so richtig wie so eine Art Krieg, kann man sagen. Also das macht. Also ich will jetzt nicht hiermit sagen, dass Krieg Spaß macht. Nein, bloß nicht. Nein. Also nicht, dass jetzt hier wieder gesagt wird, hier Gamer sind alles Amokläufer und so und finden Krieg toll. Nein, Krieg ist scheiße, ganz ehrlich. Also das ist, muss ich mal feststellen. Also muss ich mal echt sagen, ich verstehe so kleine CO, ich sag jetzt einfach mal COD-Kiddies. Ich weiß, dass das nicht nur Kinder sind, die Call of Duty und so zocken, und es sind auch viele Leute, die Battlefield und Counter-Strike zocken, die jetzt mittlerweile so denken, weil es sind halt nun mal echt viele jüngere Leute jetzt in dieser Branche hier der Shooter unterwegs, und die finden natürlich dann, oh, Krieg ist super, da kann man zum Helden werden, hält man auch irgendwie 10 Kopfschüsse aus oder so, keine Ahnung, aber in Wirklichkeit ist es ja so, man kriegt vielleicht einen Schuss oder so ins Bein und dann ist man eigentlich schon gearscht. Da hat man sein gesamtes Leben damit zu tun. Darum ist meiner Meinung nach Krieg eines der schlimmsten Dinge auf der Welt. Aber ich bin da, ganz ehrlich, ich bin da in diesem, was? Achso, ich dachte gerade schon, der schießt ja durch die Wand. Also ich bin da in diesem Thema ganz ehrlich pessimistisch. Ich bin der Meinung nämlich, ohne Krieg funktioniert diese Welt nicht, und ich verrecke hier gerade 1500 Mal am Stück. Du, und hier waren gerade noch Leute. Muss man immer hier vorsichtig sein. Weil, keine Ahnung, ob die Map jetzt stimmt. Es gab nämlich mal eine kleine Beta-Version, da war die Map etwas verbuggt. Also die Minimap. Aber die scheint jetzt wieder zu laufen. Also ganz gut eigentlich. Na gut, wie gesagt, das weiß man ja nie. War ja auch noch eine Beta. Oh, what the fuck? Was soll ich denn da machen? Da hatte ich jetzt gerade wenig Chancen. Ah, verdammt normal, das ist ein Sniper. Ich empfehle übrigens jetzt einfach mal, ich will hier auch so ein paar kleine Tipps, also ich so als, ich sag jetzt mal Noob, will hier auch noch ein paar kleine Tipps oder so geben. Und sag einfach mal, dass das hier nämlich eigentlich eine ganz, also die AOG eine ganz gute Waffe ist eigentlich, weil man halt damit anvisieren kann. Was man hier halt mit anderen Waffen hier, man sieht's, ich drücke jetzt hier rechte Taste, was bei mir anvisieren ist. Es geht einfach nicht. What the fuck? Ey, wie gesagt, es geht nicht. Das ist aber halt Counter-Strike gewesen. Das war schon immer so. Ist allgemein in sehr vielen Valve-Spielen ja so, dass man nicht anvisieren kann. Das ist halt einfach so. Kann man halt nichts gegen machen. Ach, verdammt. Fast ein Double-Kill gewesen. Na gut. Passiert. Was natürlich auch ein... Verdammt. 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 Nein. Och, leck mich. Da kommt Knife Battle. Nein, wo ist er hin? Wo ist er denn? Oh, so einer bist du also. Nein. Ach jetzt. Teabag. Dabei da ist er auch schon weg. Uah. Ich muss mal gerade hier. Jetzt habe ich nur noch 11 HP. Meine Güte. Das ist immer wieder so eine blöde Angelegenheit. What the? What the? Okay. Ah Mann, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, ich habe schon mal versucht, dieses Let's Play hier zu starten. Da war ich aber mit der Aufnahme überhaupt nicht zufrieden einfach. Und jetzt gerade bin ich schon sehr damit zufrieden. Ganz ehrlich, weil es stimmt gerade mit dem Skill ganz gut. Betonung liegt auf ganz gut. Ja, habe auf dem Server hier schon öfters, wie gesagt, gespielt. Also öfters in Anführungsstrichen schon so 4 oder 5 Mal. Oh Mann, das war läppsch. Tut mir leid, aber das war ausnahmsweise mal echt läppsch. Das ist eh, das passiert hier natürlich auch. Das ist so Spawn-Camping. Ja. Och Mann! Dr. Stein! Dr. Stein, sezieren Sie mich. Wenn ich jetzt wüsste, was sezieren auf Englisch bedeutet, kann ich ja morgen mal meinen Englischlehrer fragen. Oh Gott. Oh Gott, was der dann wohl von mir denkt. Herr Blablabla. Was heißt eigentlich sezieren? Mensch, Hubert, du bist ja wohl total bescheuert! Wir sind hier im Englischunterricht der 9. Klasse. Da musst du nicht wissen, was sezieren bedeutet. Und der ist eigentlich ganz gut, der Typ. Warum ist er nicht in meinem Team? Für gewöhnlich wollen noch... Alter! Das ist... Ah, das Soundbugs. Was war das denn jetzt? Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ach komm. Also Ted nervt langsam.
muss ich sagen. Das ist... Okay, da war AFK. Das konnte ich aber ja nicht ahnen. Bam, 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 bam. Hihi. Ich klaue hier die Kills. Gibt's hier Rack? Rack? Ah, verdammt, jetzt war ich gerade auf dem Chat. Jetzt habe ich auf dem Chat geachtet, ausnahmsweise. Also ausnahmsweise mal nicht. Ich achte sehr viel auf Chat. Also auf den Chat, weil... Kann ja immer passieren, also auch bei meinem Bekanntheitsgrad, der ja nicht sonderlich groß ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das kann ich ja ändern, muss man ja mal sagen. Das muss es sein. Kann es ja trotzdem passieren, dass man irgendwie entdeckt wird. Da, schade, 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 schade. Schade. Ich dachte, es klappt. Na gut. Hätte ich eventuell... Ah, Mann. Na gut, das war mein Fehler. Hätte ich anders laufen müssen, also hätte ich mich anders bewegen müssen. Au. Au. Mann. Jetzt wusste ich nicht, auf wen ich schießen soll, ganz ehrlich. Ja. Rache ist Blutwurst. Blutwurst. Und Weichwurst. Erfick dich doch, Ted. Menschen des Kinos. Warum wird dieser Film überhaupt so gehypt? Ich fand ihn gar nicht so toll. Nein, Spaß. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Werde ich aber bald nachholen. Ich muss ich mir wieder Geld schnappen. Beziehungsweise ich kaufe mir DVD. In die Kino gehen mache ich nicht. Ich bin Gamer. Ich stinke Kino voll. So. Ha, hinter dir, du Vollhonk. Er schießt auf mich, aber nicht auf den Typen, der wirklich gefährlich ist. Menschenskinners. Du, Menschenskinners. Bam, down ist er. Verdammt! Da kam der noch. Goodwood. Wie gesagt, also ich werde jetzt hier auch ein bisschen mehr aufnehmen. Ich hoffe, dass keine Aufnahmen, dass hier kein Aufnahmefail ist. Um das auch nochmal kurz klarzustellen. Also sollte irgendwann man sieht's nicht mehr. Das ist schade. Irgendwie eventuell sieht man so später. In einem anderen Spielmodi wieder. Oder immer noch. Aber. Ich will jetzt gerade nicht ins Menü gehen. Bam. Down ist er. Down ist er. Ach, fuck. Nee, aber man... Fail? Ah, Mann, ich will das die ganze Zeit jetzt zeigen. Nein! Leck mich! 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 Juhu! Ach, Mann. Dr. Stein schon wieder. Bam, bam, bam. Oh, schade. Ja, aber ich sieht man es auch nicht mehr. Menschen, Skinners. Was? Nee, leck mich. Bum, bum, bum. Hat noch nicht mal Sinn gehauen, ne? Super. Hätte ich mir sparen können. Ah, oh, ich bin gerade drittbester im Team. Ja, so viel dazu. Wie habe ich denn das geschafft? Und das mit so einer KD? Also, aber wie gesagt, ist, hier können nur die Pros sich richtig durchsetzen, also mit einer positiven KD, ganz ehrlich. Da habe ich hier keine Chance. Also gegen Ted zum Beispiel. Ted, der positive KD, eindeutig. Ah, Mann, Ted. Woher wusste ich, dass es Ted ist? Woher? Alter, Ted. Nein. Okay, dieses Mal war es nicht Ted. Schade. Wäre jetzt amüsant gewesen. Ne, aber... Also wie gesagt, man sieht ja hier, KD bei mir, 28-43, ist auf so einem Deathmatch-Server eigentlich noch... Oh, let's lag. Ist eigentlich noch ganz in Ordnung, kann man schon fast sagen. Ist jetzt natürlich keine göttliche KD, bei der man sagen würde, oh ja, gib's mir, Hubert. Gib mir deinen Skill. Den will eh niemand. Ah, ich studiere Anwalt. Ach so, darum bist du auch hier. Bestimmt von RTL beauftragt. Nee, nee. Tschüss, gute Nacht. Ja, das ist doch... Wo kommen die denn her? Ah, nein! Ah, leck mich am Arsch, Mugen. Bitte nicht, also nicht ernst nehmen. Sollte ich auch irgendwie jemanden beleidigen? Auf irgendeine Art und Weise und der sieht mich hier nicht ernst nehmen. Aber das macht man halt. Ist halt die Branche. Ups. Na, komm. Ted! Mann. Ted kann... Oh Mann. Das würde ich jetzt am liebsten in Ted schreiben. Ted, kannst du dich bitte in Stephen Hawkins umbenennen? Was zur... Nee. 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 AFKler müssen mit gemessen.